Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, set it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, technologic. One more time. Like the legend of the Phoenix. Woo! All ends with beginning. What keeps the planet spinning? The force in the beginning. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for the fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for the fun. We're up all night to get, up all night to get lucky. Stronger. Work is never over. Work it harder, make it better. Makes us stronger. Our work is never over. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for the fun. We're up all night to get lucky. Bei The Voice of Germany und Kim natürlich, nicht zu vergessen. Was ihr hier gemacht habt, ist so geil. Jeder von euch einzeln ist total in Erscheinung getreten. Wahnsinn, wie prägnant eure Stimmen sind, Mädels. Wirklich, hat mich richtig umgehauen. Wow, da war irgendwie, ich bin richtig krass geflasht. Richtig der Knaller. Und dann, Kim, du bist dann so mittendrin und hast dir so cool den Platz erspielt. Man ja. würde denken, ihr seid wirklich einfach eins. Auch wie ihr miteinander wart, ja. wie ihr euch angeguckt habt. Das ist wirklich, also ohne Scheiß, Marc, das hätte man von dir nicht erwartet. Das ist eines der krassesten Entertaining-Momente hier überhaupt bis jetzt. Absolut, wirklich. Yeah. Ich bin so baff, so baff. Wahnsinn, wirklich. Normalerweise, ich bin kein Fan von Groups in dieser Show. Es war das erste Mal, ich habe genießt den Group-Moment. Es war super, 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 super toll. Das war's. Aber ich muss sagen, Kim, du warst the biggest star on stage tonight. For me, you were the big one. Dankeschön. Aber ich mein übrigens, super gelöst halt mit den ganzen Bedingungen, die wir jetzt wir haben im Moment. Ich fand das tierisch irgendwie so, dass auf einmal der Raum war halt irgendwie größer und die Kommunikation war trotzdem perfekt unter euch. Ja, ja. So voll war es bei uns noch nie. Oh Marc, ich möchte jetzt nicht in deine Haut stecken, aber ganz viele Komplimente von allen Seiten. Wie geht's dir jetzt? Ja, ihr habt das großartig gemacht und ich durfte dabei sein, wie das so entsteht. Als ich euch den Song präsentiert habe, okay, macht mal. Und ihr so, ja, okay, wir sind eine Band, wir brauchen Noten. Und wir müssen uns das vorher überlegen und so. Und dann habe ich gesagt, egal, komm, wir machen 2, 3, 4. Und dann habt ihr tatsächlich das hingekriegt, wie eine
Band, nur eben mit euren Stimmen. Ich meine, die Biezekatze war ja auch noch mit dabei, ne? Die Buffzekatze, das ist das, was unser Beatboxer macht, nämlich der macht die ganze Zeit Buffzekatze. Buffzekatze, Buffzekatze, genau, das ist mein Ding. Und ich weiß nicht, ob euch das klar ist, dass euch Kim geholfen hat beim Schein, beim Strahlen und umgekehrt, dass dir On Air geholfen hat, so dazustehen, wie du jetzt bist. Du siehst aus und du hast dich bewegt und du bist hier aufgetreten wie ein fucking Star. Wer weiß, vielleicht bald als Sextett unterwegs. Und jetzt, Marc, kommt diese Entscheidung auf dich zu. Es tut mir leid. Ja, ist brutal. Es ist brutal, weil es eben so irgendwie unausgewogen ist und weil man so andere Faktoren, so ist das Fußballspiel geht nicht nach 90 Minuten 1-0 aus, sondern es ist irgendwie anders, sind wir uns klar. Aber ich glaube, alle sehen, dass es geil ist, dass das hier stattfindet. Ja. Fuck it. Ich gehe mit On Air. Ihr habt das Battle gewonnen. Glückwunsch! Kim! Und Marc hat es sich nicht leicht gemacht. Das ist so gut gemacht. Schön. Danke, On Air. Ihr wart der Wahnsinn. Das war einer der besondersten Momente, die wir hier bei The Voice jemals hatten. Ein Riesenapplaus für On Air! Das war so fett. Das war so fett. Zwei Sachen gleichzeitig, die hier passieren. Wir freuen uns wahnsinnig. Es ist unglaublich. Mega. Wir sind total traurig, dass Kim jetzt irgendwo da drüben ist. Und wir wollen natürlich, dass sie weiterkommt. Vielleicht drückt noch irgendwie ein Steam-Deal. Danke, Kim Unger! Hat ultra gebockt, das hätte nicht besser laufen können, deswegen alles super. Und die sind so geil, dass es einfach, also ich hätte es genauso gemacht, ich kann das total verstehen.